Wir blicken nach Israel. Dort ist man weiter in Sorge vor einem Angriff Irans. Denn noch immer ist unklar, wann und ob es zu einem solchen Gegenschlag kommen könnte. Derweil ringt die internationale Gemeinschaft um eine Lösung im Gazakrieg. Ja, die Verhandlungen in Doha gehen heute in den zweiten Tag. Und während die israelische Regierung den vorgelegten Plan der USA kritisiert, zeigt sich Washington da doch zuversichtlich für eine Lösung. Mehr von Marco Reinke. Massendemonstrationen in Tel Aviv. Tausende fordern die Freilassung der Geiseln. Wieder einmal. Weit über 100 der Geiseln sind noch immer in der Gewalt der Hamas-Terroristen, versteckt gehalten im Gazastreifen. Ohne sie ist dieses Land nicht perfekt. Ohne sie fällt dieses Land auseinander. Ihr Vorwurf in Richtung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, er würde eine Lösung verhindern, um sein politisches Überleben zu sichern. Um eine Lösung ringen derweil Vertreter aus den USA, Ägypten und Katar mit einer Delegation aus Israel. In Doha traf man sich zu ersten Geheimverhandlungen ohne direkte Beteiligung der Hamas. US-Präsident Biden hatte zuvor einen 3-Punkte-Plan vorgeschlagen. Der sieht eine 6-wöchige Waffenruhe im Gazastreifen vor, die Freilassung der Geiseln in mehreren Phasen und einen Truppenabzug Israel aus dem Gazastreifen. Israels Regierung zeigte Unverständnis, dieser Plan käme einer Kapitulation gleich. Die US-Regierung ließ nach dem ersten Verhandlungstag durchblicken, man sei zwar optimistisch, es gäbe aber noch viel Arbeit. Wir sind zuversichtlich, dass die Grundzüge dessen, was der Präsident umrissen hat, akzeptiert wurden. Worauf wir uns jetzt konzentrieren und worauf sich die Gespräche konzentrieren, ist die Ausarbeitung der Details der Umsetzung. Wie aussichtsreich eine Lösung ist, unklar. In der Nacht stürmten radikale jüdische Siedler ein palästinensisches Dorf im Westjordanland und erschossen einen Palästinenser. Dutzende Siedler hätten Fahrzeuge und Gebäude angezündet und Steine und Brandsätze geworfen, teilte das israelische Militär mit. Die politische Partei der Siedler sitzt auch in der Netanyahu-Regierung. Der Ministerpräsident verurteilte den Angriff. Nur die Streit- und Sicherheitskräfte würden Terrorismus bekämpfen. Niemand sonst.